Was ich total genossen habe, ist, dass man wirklich komplett alles selbst entscheiden kann. Also man stellt sich die Leute zusammen, mit denen man zusammenarbeitet, sucht sich Lektoren, Korrektoren, Coverdesigner. Das kann man alles selbst entscheiden. Man entscheidet das Marketing selbst und den Erscheinungstag. Also diese komplette Freiheit hat mir gut gefallen, die ja auch damit zu tun hat, dass man letztlich genau die Geschichte rausbringt, die man rausbringen möchte, weil man eben auch, was den Text angeht, das letzte Wort hat. Also das ist ein echt großer Vorteil und das eignet sich im Self-Publishing auch gerade für die Autoren, die vielleicht gar nicht so zielgruppenspezifisch schreiben, sondern eher für eine Nische, weil im Self-Publishing findet eben alles seine Nische und alles kann veröffentlicht werden. Das finde ich sehr schön. Was schwierig ist, ist tatsächlich die zeitliche Komponente, denn sich allein diese ganzen Leute zusammenzusuchen. Aloha und herzlich willkommen zum Bookerfly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bookerfly Podcasts. Heute haben wir ein Interview mit Regina Meisner für dich. Dabei geht es um Veröffentlichen von Märchenadaptionen. Regina Meisner ist sehr erfolgreich damit. Und wie das alles sich genau abgespielt hat, das erzählt sie euch in diesem Interview. Viel Spaß! Bevor ich Schwanenfeuer geschrieben habe, habe ich relativ lang an einer Trilogie gearbeitet und da habe ich eben meine Protagonistin über 3 Bände hinweg begleitet. Und ich hatte Lust, mal eine Reihe zu schreiben mit wechselnden Protagonisten. Und so kam mir dann auch irgendwann die Idee zu Der Fluch der 6 Prinzessinnen. Das war damals sowieso die Zeit, wo Märchenadaptionen immer beliebter wurden. Und ich mag Märchen sehr, sehr gern. Ich bin quasi mit Märchen groß geworden und habe gedacht, es wäre doch mal cool, 6 Schwestern zu haben, die alle in einem unterschiedlichen Märchen landen und da quasi ein Rätsel lösen müssen. Und das war auch quasi dann die Idee zu Schwanenfeuer. Sehr spannend. Die Reihe wurde im Sternensand Verlag veröffentlicht. Wie war denn die Verlagssuche mit der Reihe? Also, weil es schon jetzt viele zu, die vielleicht dann erst das Buch fertig haben und gerne auf Verlagssuche gehen möchten. Wie ist es denn bei dir so abgelaufen? Genau, das war ganz interessant, weil ich hatte im Sternsand Verlag schon eine Kurzgeschichte veröffentlicht. Da gibt es eine Anthologie, die heißt Winterstern und da wurden Kurzgeschichten zum Thema Winter gesucht. Da habe ich damals eine Geschichte eingereicht, einfach weil ich auch wissen wollte, wie der Verlag arbeitet, weil ich mir selbst eben noch unsicher war, ob ich dahin passe mit meinen Geschichten. Habe dann auch die Zusage bekommen und habe dann im Zuge dessen eben Schwanenfeuer eingereicht und hatte auch innerhalb von ein paar Wochen dann die Zusage. Und warst du dann glücklich, da die ganze Reihe dann mit dem Verlag zu machen? Genau, also das war auch ein reiner Vertrag. Ich habe denen quasi die Reihe vorgestellt mit den unterschiedlichen Märchen, alles, was ich damals schon wusste und bin sehr froh, dass die da ein Zuhause gefunden hat, weil sie da gerade auch, was die Zielgruppe vom Verlag angeht, sehr gut hinpasst. Aber mittlerweile ist ja diese Reihe abgeschlossen und ist relativ erfolgreich über die Bühne gelaufen, gell? Du hast ja mittlerweile auch extrem viele Follower auf Instagram, es gibt 7000 oder so. Hättest du mit dem Erfolg dieser Reihe so gerechnet? Auf jeden Fall nicht. Ich bin auch eher immer so ein bisschen pessimistischer, was meine Bücher angeht. Und ich habe mich einfach unheimlich gefreut, dass die Reihe doch so viele Leute begeistert hat und auch heute immer noch gut gekauft wird. Also es ist bis heute meine erfolgreichste Reihe. Und ich freue mich einfach, dass ganz viele Leserinnen und Leser Märchen neu entdecken konnten dadurch. Es gibt es ja auch im Sammelband, im Schuber habe ich gesehen. Und auch die Covers sind total schön. Hattest du da Mitspracherecht oder wie war das? Das war echt sehr cool, weil ich sehr viel Mitspracherecht hatte bei den Covern. Also ich durfte bei jedem Band quasi so ein kleines Briefing abgeben, was mir gefällt, was ich mir vorstellen kann und durfte dann auch bei den Entwürfen mitarbeiten. Und die Cover sind eigentlich genauso geworden, wie ich sie haben wollte. Und da bin ich echt sehr glücklich mit. Die zweite Reihe im Sternensand Verlag heißt Das versunkene Reich Nisolis. Inwiefern hat sich das Schreiben dieser Reihe von der anderen unterschieden? Der Fluch der 6 Prinzessinnen, das sind ja reine Märchenadaptionen. Das heißt, die spielen auch in einer High-Fantasy-Märchenwelt. Bei Das versunkene Reich Nisolis haben wir ein Setting in unserer Welt, also in Irland. Das heißt, wir haben Urban Fantasy und es ist auch keine Märchenadaption per se, sondern ich habe damit den Atlantis-Mythos aufgegriffen, den ich eben schon als Kind immer super spannend fand. Und ich wusste, irgendwann will ich mal drüber schreiben.
Und von daher war das Ganze ein bisschen moderner, weil es eben in unserer Zeit spielt, in einem Land, was es auch wirklich gibt. Und es war tatsächlich dann auch ein bisschen einfacher zu schreiben, weil man sich nicht erst so in fremde Gepflogenheiten eindenken musste, sondern auch mit unserer Welt arbeiten konnte. Und was magst du lieber? Ich mag tatsächlich die klassischen Märchenadaptionen lieber, weil ich lese selbst gern Geschichten, die irgendwie auch in der Vergangenheit spielen, weil das einfach noch so ein bisschen märchenhafter wirkt und ich finde, das noch besser zum Genre passt. Aber es hat beides auf jeden Fall seinen Reiz. Und bei Piper erscheint die Seductio-Reihe. Das ist ein schöner Sprung in einen großen Verlag. Wie ist dazu gekommen und was hat sich danach verändert? Hat sich was danach verändert oder wie nimmst du dich als Autorin jetzt wahr bei diesem doch sehr, sehr großen Verlag, wo viele hinwollen? Genau, die Seductio-Reihe beziehungsweise der erste Band hieß früher Ivory von Schatten verführt. Damit habe ich damals den Schreibwettbewerb von Lux Storyboard gewonnen. Bin dann mit dieser Reihe auch zu einer Agentur gegangen, bei der bin ich momentan nicht mehr. Das ist schon ein paar Jahre her und die haben mich dann an Piper Digital vermittelt. Das heißt, die Vermittlung dieser Reihe fand auch inmitten meines Schreibprozesses von der Flucht der sechs Prinzessinnen statt. Das heißt, das ist auch schon eine Weile her. Und ich habe mich einfach gefreut, dass Piper eine Reihe veröffentlicht hat, die vorher eben schon mal im Self-Publishing veröffentlicht wurde und der dann auch einfach eine zweite Chance gegeben hat. Also dann war Seductio eigentlich das Erste. Genau, Seductio war das Erste. Ich habe auch noch bei Impress damals Alytenfluch rausgebracht. Das war ein Einzelband, auch Urban Fantasy. Das ist ungefähr zur gleichen Zeit wie Seductio erschien. Schreibst du lieber Reihen oder lieber Einzelbände? Ich versuche immer Einzelbände zu schreiben und merke dann während dem Schreiben, dass es nicht reicht und ich mindestens eine Dilogie oder sogar etwas mehr daraus machen muss. Aber so vom Gedanken her mag ich Einzelbände sehr gern, einfach weil man dann auch als Leser abschließen kann mit der Geschichte und eben ein vollständiges Abenteuer hat. Aber wenn man jetzt die Figuren so lieb gewinnt und dann möchte man gar nicht loslassen, oder? Das auf jeden Fall. Und der Vorteil von der Reihe ist natürlich auch, dass man die Leute bzw. die Charaktere immer tiefer entwickeln kann und dass die dann wirklich nicht so an der Oberfläche bleiben, wie es vielleicht manchmal bei einem Einzelband zwingend der Fall ist, weil man nicht so die Seiten zur Verfügung hat, sondern man auch wirklich Weiterentwicklung zeigen kann. Das gefällt mir gut bei Reihen. Ja, das stimmt. Ja. Aber du veröffentlichst es nicht nur in Verlagen, sondern du schreibst auch Kurzgeschichten, haben wir schon gehört. Und jetzt hast du mit Sabine Schulter zusammen einen Roman herausgebracht. Und diesmal aber im Self-Publishing, nämlich bei BOD. Also warum ist Red Riding Huntress, so wie das heißt, im SB erschienen? Genau, Sabine und ich haben lange darüber gesprochen, wo es mit dieser Geschichte hingehen soll. Man muss dazu sagen, Sabine ist eine erfolgreiche Self-Publisherin. Das heißt, sie hat sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet mitgebracht. Und mich persönlich reizt Self-Publishing auch. Nur hatte ich bisher einfach nicht wirklich die Kapazitäten, mich reinzudenken, reinzulernen. Und dann kam eben ihr Vorschlag, dass wir es mal im Self-Publishing versuchen. Und weil sie eben die Expertise mitbringt, habe ich gedacht, ja, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und deswegen ist Red Riding Huntress dann im Self-Publishing erschienen. Und wie anders ist das jetzt? Weil du hast jetzt den Vergleich, Vorteile, Nachteile. Auch für alle, die jetzt zuschauen und sich noch nicht sicher sind, will ich nicht doch über Self-Publishing gehen? Ist das immer so eine Sache? Was ist denn besser oder kann man das überhaupt vergleichen oder wo sind eben Vorteile und Nachteile? Was ich total genossen habe, ist, dass man wirklich komplett alles selbst entscheiden kann. Also man stellt sich die Leute zusammen, mit denen man zusammenarbeitet, sucht sich Lektoren, Korrektoren, Coverdesigner. Das kann man alles selbst entscheiden. Man entscheidet das Marketing selbst und den Erscheinungstag. Also diese komplette Freiheit hat mir gut gefallen, die ja auch damit zu tun hat, dass man letztlich genau die Geschichte rausbringt, die man rausbringen möchte, weil man eben auch, was den Text angeht, das letzte Wort hat. Also das ist ein echt großer Vorteil und das eignet sich im Self-Publishing auch gerade für die Autoren, die vielleicht gar nicht so zielgruppenspezifisch schreiben, sondern eher für eine Nische, weil im Self-Publishing findet eben alles seine Nische und alles kann veröffentlicht werden. Das finde ich sehr schön. Was schwierig ist, ist tatsächlich die zeitliche Komponente, denn sich allein diese ganzen Leute zusammenzusuchen, das ganze Marketing selbst zu betreiben, die Blogger selbst aufzubauen, das nimmt natürlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und das sollte auch echt nicht unterschätzt werden. Und dann ist es natürlich so, dass man schon in Vorleistung treten muss für die
Leistungen eben beim Verlag bekommt man ja erstmal alles bezahlt und verdient dann eben anteilig pro verkauftem Buch. Beim Self-Publishing muss man natürlich erstmal Lektorat, Korrektorat, Cover und alles zahlen und hoffentlich das Geld dann wieder reinbekommen. Also da ist ein finanzielles Risiko natürlich dabei. Wobei Marketing ist ja für Verlagsautoren heutzutage auch schon einfach etwas und eine große Komponente, wo man sich bedienen muss und auch Blogger zusammensuchen und so weiter, wird ganz selten noch vom Verlag übernommen. Warum schreibst du eigentlich so gern Fantasy? Woher kommt die Liebe zur Fantasy? Kommt das aus dem Märchenbereich noch als Kind oder? Genau, also ich bin als Kind auf jeden Fall mit Märchen groß geworden. Ich bin mit Disney groß geworden, auch mit den Barbie-Filmen. Also es war einfach, da war schon ganz viel da, was ich aufgreifen konnte. Dann in meiner Jugend, ich habe super gern Tintenherz gelesen. Damit hat quasi meine Liebe zur Fantasy angefangen. Dann später auch mit Twilight oder Panem. Das ist jetzt eine Dystopie, aber es geht ja auch in die Richtung. Und mich hat es immer gereizt, auch wirklich für eine jüngere Zielgruppe zu schreiben, weil ich eben gerade in meiner Jugend so viele schöne Fantasy-Bücher entdeckt habe. Und ich wollte irgendwie der Zielgruppe, die jetzt auch heranreift, irgendwie was zurückgeben. Deshalb schreibe ich gern Fantasy. Also deine Zielgruppe sind Jugendliche unter 18? Genau, ja, nicht nur unter 18. Also ich glaube, es fängt so bei 13, 14 an, geht aber dann tatsächlich bis Open End, weil es gibt einfach auch viele Ältere, die einfach gern Geschichten lesen, wo die Protagonisten ein bisschen jünger sind. Ja, das glaube ich auch. Ja. Wie gehst denn du jetzt beim Schreiben so vor? Plottest du oder bist du mehr der Bauchschreiber? Wie funktioniert das bei dir? Ja, früher habe ich tatsächlich komplett drauf losgeschrieben, also immer ganz ohne Konzept. Und sobald ich ein Konzept hatte, habe ich eine Schreibblockade entwickelt, weil ich ja dann quasi wusste, wie es weitergeht und ich das eigentlich während dem Schreiben rausfinden wollte. Heute ist es ganz anders. Ich kann überhaupt nicht mehr schreiben, ohne nicht vorher genau zu wissen, was passiert. Das heißt, ich plotte wirklich jede Szene im Voraus. Also ich habe so ein ganzes Raster quasi, wo dann genau drin steht, was, wo, wann, wie passiert. Ich plane die Charaktere vorab, ich plane die Welt. Und bevor ich das erste Wort geschrieben habe, weiß ich wirklich schon ganz genau, was da auf mich zukommt. Wieso hat sich das bei dir geändert? Ich glaube, ich bin einfach vom Menschen her sehr organisiert und strukturiert. Und ich glaube, das hat sich irgendwann in mein Schreiben übertragen, weil ich plane eben auch gern. Ich weiß auch gern, wann ich wie viel schreibe, wann ich ungefähr mit einem Buch fertig bin, wie lange das Buch ist. Und damals war es wirklich eher nur so ein bisschen aus dem Hobby heraus, dass ich eben schreiben wollte. Und heute hat das natürlich eine sehr viel professionellere Komponente eingenommen. Und deshalb war es irgendwie zwingendermaßen erforderlich auch, dass ich das professionalisiere. Ich hoffe, dir hat das Interview toll gefallen. Und du hast jetzt vielleicht auch Lust, eine kleine Märchenadaption zu schreiben oder einen Fantasy-Roman. Dann leg doch gleich los. Und hier im Bookerfly-Podcast findest du bestimmt noch viele, viele andere tolle Tipps zum Schreiben für dich. Klick dich doch einfach mal durch die vielen verschiedenen Aufzeichnungen durch. Und sei nächsten Montag wieder dabei, wenn es wieder heißt Bookerfly Podcast. Tipps zum Schreiben, Veröffentlichen, Überarbeiten und Vermarkten. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und einen schönen Tag. Tschüss! Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.